man Kanake, Tesla an die Backe, geht zur Autobewertung zu Ali statt zu Schwacke, Elektro mit 760 PS, Radarfalle wird mit Schlagring zerfetzt, sprichen an der Ladesäule lieber gar nicht an, krumme Nase kommt nicht von Autoscooter fahren, Kilowatt, Kilowattstunde, was ein Dreck, versteht kein Libanese, hat früher mit Auspuffsound verschreckt. Ich lauf zurück. Wahrheit Allah, ich lauf zurück. Ich schwör, ich lauf zurück. Ich kann nicht fahren, ich denke. Ja, wenn ein Elektrodilettant Tesla fährt, dann wird das ein ziemlich interessantes Experiment. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Wer von euch Ahmad aus vergangenen Videos kennt, weiß, Ahmad ist der absolute Anti-Elektro. Sein Lieblingssatz hierbei, wenn es zum Beispiel um das Thema Laden geht, ist: Oh mein Gott, oh mein Gott. Denn besonders viel Verständnis für diese Ladepausen hat er nicht. Hier steht Limit einstellen, was ist das? Er ist der typische Dieselfahrer, der einfach durchgast, ohne Stopp, mit hoher Geschwindigkeit. Klar kann da das Elektroauto nicht mithalten, aber ist das auf Dauer wirklich gesund? Oh, Scheiße. Oh mein Gott, du blödes A***. Meine Hände fuck gekriegt. Du Kuh. Die Mobilisten haben mich gefragt, ob wir Ahmad mal für eine Weile einen Tesla zur Verfügung stellen wollen, um ihn vielleicht auf den Geschmack zu bringen. Ich dachte mir, na klar, warum nicht? Schaut übrigens mal vorbei auf diemobilisten.de mit dem Codewort Carmaniac mit 15% Nachlass. Vielleicht überzeugen wir ihn ja und er löscht seine Mercedes S-Klasse Bestellung. Es wurde ein Model S P90D, also die Performance-Variante mit über 700 PS, damit er auch keine Entzugserscheinungen hat, was Power angeht. Willkommen bei diesem interessanten Experiment hier bei Carmaniac. Wir schicken Ahmad auf Reisen mit einem Tesla von Die Mobilisten. Herzlich willkommen. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Da stand ich also nun in der Mitte eines Bürokomplexes im Innenhof in Mannheim und mit dem Schlepptau das Tesla Model S P90D von Die Mobilisten. Es war eine Überraschung für Ahmad, dass er jetzt dann für einen Monat das Auto nutzen kann. Er wusste also davon nichts. Ich war gerade auf der Durchreise mit dem Porsche Taycan und hatte mich auf den E-Cannonball vorbereitet. Die Idee war, er wird halt überrascht und erfährt dann, dass er mit dem Auto rumfahren darf. Hat auch perfekt in den Kram gepasst, denn das Leasing für seinen Mercedes GLE war gerade abgelaufen und er hatte übergangsweise kein Auto. Von unterwegs habe ich ihn dann angerufen, habe ihm gesagt, wo er den Schlüssel findet und so sollte ein interessantes Experiment beginnen. Oh mein Gott, meine erste Panikattacke. Der Christopher überlegt sich, ob er eine Nussschnecke nimmt mit Cappuccino und ich habe Panik, weil ich nicht weiß, ob ich am Ziel ankomme. Eigentlich fahre ich ja direkt ins Büro und es juckt mich nicht die Bohne, auf gut Deutsch. Aber er zeigte vorhin hier an, ich darf nicht mal mehr als 105 fahren, kann ich ja hier auch nicht. Und ich muss jetzt nach Hirschberg fahren, das ist von Mannheim knapp 30 Kilometer entfernt, da ist der nächste Supercharger, weil ich auch noch keine Ladekarte habe. Ich wusste gar nicht, dass sowas braucht, als Libanese. Ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, den Chris anzurufen, wenn es Probleme gibt. Ich habe meinen... Dein Telefon wird Terror klingeln. Das ist schon was anderes, wie wenn er neben mir sitzt und wir durch Deutschland fahren. Als so ein E-Auto zu fahren, ohne die Möglichkeit daheim laden zu können, absolut für mich, für meine Verhältnisse ganz, ganz schwierig. Ich verliere jetzt extrem viel Zeit. Ist leider so, weil ich meine, ich könnte vielleicht auch hier irgendwo um die Ecke fahren, aber dann könnte ich auch wahrscheinlich nicht allzu viel laden. Also könnte ich auch voll laden, aber es würde halt viel länger dauern. Und die Zeit habe ich halt vormittags nicht. Versuche alle meine Gespräche hier im Auto zu erledigen. Kein Spaß, ne? Ich würde jetzt gerne auch ein bisschen schneller fahren wollen. Einfach um mehr Zeit aufzuholen. Aber es geht, du bist komplett, es geht einfach nicht. Also entweder ziehe ich jetzt den Libanesen durch und gebe Vollgas, aber dann muss ich den nächsten Abschlepp anrufen. Es ist echt krass. Für mich, ich rede immer aus meinem Empfinden, wie ich das gerade fühle. Weil wenn ich weiß, mein Auto schreit, ich habe noch 50 Kilometer Restreichweite, fahre ich an die nächste Tankstelle. Also man muss, für mich, ich muss den Tag planen.
Es geht nicht anders. Ich muss es planen, mit wie viel Prozent ich das Auto vor meiner Haustür parke. Sonst habe ich am nächsten Morgen echt ein Problem. Ich muss zum Beispiel jetzt nur mal für die nächsten Tage, ich bin heute in Mannheim, dann fahre ich zum Event nach München. Von München fahre ich dann nach Berlin. Von Berlin nach Mannheim und dann geht es wieder von Mannheim nach Wien. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Wenn ich das hinkriege, dann fahre ich zum Elon Musk und grüße sein H2DI oder wie heißt sein Kind? Wenn ich den Stecker gleich reinstecken darf. Zum Laden. Oh mein Gott, mir fällt ein Stein vom Herzen. Obwohl, ich habe auch schon alles erlebt beim Chris. Wenn diese Anlage nicht gehen wird. Oh mein Gott. Ich kann von diesem Ort, wo ich jetzt bin, nirgends wo mir hin. Ich habe 10 Kilometer Restreichweite und das Einzige, was ist hier der Schwarzwald. Oh mein Gott, ich sehe den ersten Tesla, den zweiten Tesla. Muss ich jetzt vorwärts oder rückwärts hinfahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Gott. Ich will die Ladesäule nicht abreißen. Oh mein Gott, ich schwitze am ganzen Körper. Ich will nur noch den Stecker reinstecken. Hey, das hier. Hört ihr das? Ich drehe durch jetzt. Ich laufe amok. Jetzt? Welcher ist jetzt der richtige? Hallo? Aha. Ah, da ist der Deckel auf. Bitte, ich flehe dich an. Das wäre so geil, wenn ich so schnell fahren könnte. Ich lade doch jetzt nicht mit 32 kW oder was? 2 Stunden soll ich jetzt hier bleiben. Aber hey, das ist doch eine Katastrophe, wenn jetzt. Also, wenn du sagst, ich könnte mit 120 laden, lade jetzt aber mit 64. Ja, beobachte es doch mal. Er muss doch die Ladeleistung erstmal aufbauen. Ja, wie lange braucht er das? Der ladet. Ich bin ja schon mindestens seit 4 Minuten dran. Du musst dir die Mobility Plus App runterladen von MBW und dann kannst du dort sehen, wo in deiner Nähe um dein Büro oder dein Zuhause herum Ladesäulen sind. Mir fällt gerade auf, wenn wir so telefonieren, wie hässlich wir beide sind. Ich doch nicht. Also den Stecker kann ich mir jetzt hinten reinstecken, weil mir hier nichts bringt. Ja, der bringt dir am Supercharger nichts, aber dafür kannst du mit dem Adapter glücklicherweise, gut, dass der Florian einen reingelegt hat, kannst du mit dem Adapter an die EMBW schnell laden. Du musst nicht immer an den Tesla Supercharger fahren. Hey, voll krass. Wieder was dazugelernt. Ich habe gerade ja angeschlossen. Wie ihr mitgekriegt habt, habe ich ja mit dem Christopher telefoniert. Und ich hatte ja nur hier eine, ich glaube 67 kW hatte ich jetzt. Es kam so ein netter Mann. Ja, ich habe noch einen Cheeseburger in der Hand. Es kam so ein netter Mann oder ein junger Mann und meinte mir, nur damit du Bescheid weißt, wenn er hier auch ladet, zieht er 50% weniger, weil er jetzt hier, weil 2 Autos da an der Ladestation stehen. Auf jeden Fall lade ich jetzt mit 90 kW. Mir geht es schon etwas besser und ich habe jetzt eine Reichweite von 184 Kilometer. Ich kann schon nie mehr babbeln her, brutal. Ist für dieses Modell, glaube ich, ganz gut. Hoffe ich zumindest. Vielleicht geht er noch höher. Ganz ehrlich, jetzt verstehe ich den Chris umso mehr. Hau ab, wollte mich gerade eine Biene beißen. Also, ich verstehe sowas nicht. Hier liegt zum Beispiel ein Apfel. 1, 2, 3, 4, 5... Was haben wir hier? 6, ich glaube 7 oder 8 Ladestationen. Wo soll ich das jetzt hin tun? Soll ich das mir irgendwo reinschieben? Wirklich, ich finde sowas katastrophal. Nichts, gar nichts. Ich kann es jetzt hier, ich kann es im Twingo, da die Schiebedach auf, kann ich auch reinschmeißen. Vielleicht ist das der Mülleimer. Nichts, gar nichts, nichts. Wieder zum McDonald's. Wegschmeißen, wieder was zum Essen bestellen. Ah, jetzt, das ist die Strategie von denen. Sehr geil, habe ich eben eine Kooperation mit dem Allen. Dann sagen die, hey, mach keine Mülltonne hin, dann laufe ich die wieder zurück. Wenn die sich dann wieder was kaufen wollen, nee, wenn sie den Abfall wegschmeißen wollen, kaufen sie sich bestimmt wieder was. Dann gehe ich wieder zurück, weil ich den Müll wieder wegwerfe. Es geht die ganze Zeit so, deswegen sehe ich jetzt auch schon so aus. Ich war schon 15 Mal dort den Müll wegwerfen und habe immer wieder ein Big Mac gekauft. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich musste jetzt hierher laufen an die Tankstelle, um den Müll zu entsorgen. Das ist doch krank.
Also Alan, ich sag das, wenn nicht bald da eine Mülltonne steht, schlage ich da einen ins Kreuz. So blöd kann man da nicht sein. Baut Autos, die in der All fliegen können, aber keine Mülltonne. Da wart ab, ich schicke dir ein paar Cousins vorbei. Ich schlage alles kaputt. Macht man nicht. Dass ein Apfel da liegt, ist noch gut, da wächst bald ein Baum, aber ein Apfelbäm. Da steht er und ladet. Ich muss schon längst im Büro sein. 255 Kilometer. Und er ladet jetzt mit 59 kW. Da schlägt das libanesische Herz viel höher, wenn ich solche Zahlen sehe. Aber ich sag's euch, richtig lange, also für mich, aber ich bin jetzt schon über eine Stunde da. Das sind so die Werte. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. So, es tut weh, hier drauf zu drücken. Ach, hier oben. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bewege mich jetzt Richtung München. Davor hole ich noch den Robin ab. Ich habe jetzt hier eine Reichweite von 273 Kilometer. Laut Chris soll ich nach Seligenweiler. Mal schauen, ob ich es soweit schaffe. Auf jeden Fall fühle ich mich heute Morgen schon wesentlich besser als gestern, weil ich da das Auto gestartet habe und dann ich hier eine Reichweite von 39 Kilometer hatte. Okay, dann schauen wir mal, wie der Tag heute wird. So, wir haben folgendes Problem. Also steht hier, was steht hier? Leonberg 15%. Heißt? Hier steht zum Beispiel Leonberg 15%, dann ist so ein Blitz mit 20 Minuten. Ich habe Restreichweite 184 Kilometer. Und Leonberg ist 75 Kilometer weit entfernt. Und ich muss nach Seligenweiler. Ich wusste gar nicht, dass das ein Zwischenstopp ist. Pole. Kriegt jetzt die erste Abmahnung heute. Die erste heute. Ja, was ist? Ich werde gedrängelt von hinten. Ich traue mich nur nicht Gas zu geben, es geht der Akku gleich leer. Was mich noch so ein bisschen irritiert, ich würde gerne wissen, wie schnell ich fahren kann. Ich glaube, diese Info kriege ich hier nicht. Ich müsste schneller fahren, um das zu erfahren. Und dann macht das halt den hier. Das ist schon der Wahnsinn, ey. So, mal gucken, was dann mein Auto sagt. Wahrscheinlich verändert sich jetzt alles. Okay, ich komme gar nicht mehr an. Jetzt sind wir tot. Okay. Guck, 15. Also, ich habe den Robin in Mannheim abgeholt. Und jetzt sind wir mit wie viel Reichweite sind wir los? 260 Kilometer Reichweite hatte ich. Ich bin jetzt in Leonberg angekommen und habe jetzt 42. Wenn ich jetzt so weitergefahren wäre, wäre ich für minus 23. Ich weiß nicht, was sich der. Weil der Chris hat nur von Seligenweiler gesprochen. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Ich habe vom Chris gelernt, dass ich schauen soll, dass keiner neben mir steht. Super! So, das sehe ich gerne. Er zieht hier mit. Ich rede schon wieder Chris. Er zieht hier 101 kW. Ins McDonald's geht's wieder rein. Auf jeden Fall gibt es hier eine Mülltonne. Das ist schon mal ganz gut. Scheinbar hatte Alan hier mit dem McDonald's keine Kooperation. Wir haben jetzt hier eine Reichweite von 324 Kilometer. Ich kenne diese Pausen gar nicht. Für meine Verhältnisse 0, 0, 0, 0. Und dann habe ich mich vorhin drüber geärgert. So, oh Gott, ey, was für ein Stress. Wieder Park, wieder anhalten, wieder laden, wieder McDonald's, wieder keine Mülltonne. Aber wenn man mal überlegt, ich fahre kostenlos. Das stimmt. Das ist krank. Ich fahre umsonst und ich bin echt etwas entspannter. So, in Seligenstadt. Seligenweiler. Oh, da freut sich mein Herz, wenn ich hier NBW sehe. Baden-Württemberg. NBW, da fühle ich mich daheim. Weil seitdem wir in Deutschland sind, seit 1986, läuft unser Strom daheim über NBW und das freut mich natürlich. Deswegen lade ich auch mein Auto jetzt beim Supercharger. Also, obwohl ich gar nicht laden muss, ne? Wie viel Reichweite haben wir noch? Keine Ahnung, 184? Oh Gott, komm, wie ich park. Also wenn jemand nicht rückwärts fahren kann, ist Elektrofahren nichts. Obwohl ich gar nicht laden muss, ne? Das ist ja hier einfach nur 183. Willst du mal anschließen? Hier gibt es keine Pausen. So, der Pole versucht sich mal. Hoch! Nein, der untere. Hoch!
Ah, ah. Nichts verstehen, ne? Sehr gut. Kurva Marcia Pierdol. So, der zieht jetzt hier mit 0 kW. Super, das ist richtig geil. Jetzt baut er auf. 10, 12. Schneller, schneller, mehr, mehr. Das wäre jetzt geil, so 1800 kW. Boah, das ist ja mal geil. 109. 100, 110 kW. Ist ja der Hammer. Und immer noch einmal. Wir fahren kostenlos. Das ist echt bescheuert. Also sich darüber, ich habe mich vorhin darüber aufgeregt, ne? Nochmal. Ich dachte, diese Scheißwarterei auf gut Deutsch. Ja, aber bist umsonst unterwegs. Das ist unvorstellbar. Und ich bin entspannt. Man muss dazu sagen, ich freue mich jetzt schon wieder auf den McDonald's. Wenn es einen gibt, nee, sehr geil. Die haben sich hier was einfallen lassen. Es ist der Burger King. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Wo ist es denn? Ich habe hier einen Aufkleber auf dem Auto drauf. Der liebe Chris hat es doch organisiert hier. Hier. Nicht zu vergessen. Die Mobilisten. Also tausend Dank an der Stelle. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, einen Libanesen das Auto anzuvertrauen, um hier ja, überzeugt zu werden. Auf jeden Fall finde ich das eine ganz geile Aktion. Mal schauen, was danach alles so passiert. Oh mein Gott, da ist er. Da ist er. Da ist der hässliche Mann. Da ist er. Na du. Da ist er. Ich kipp dir gleich einen Kaffee hier so da? Rein. Als Rache. Kaffee drüber schütten, der kennt sich doch aus, ne? Deswegen habe ich gesagt, als Rache. So, jetzt bin ich hier auf dem Event von Juice Booster. Keine Ahnung. Warum? Spaß. Ich bin jetzt hier angekommen in München mit 75 Kilometer Reichweite. Ich sterbe gerade. Nimm mal bitte den Schlüssel mit raus. Also ja. Und klick mal auf das Auto links. Moment, Display. Schlüssel. Auto links. Und dann auf Entriegeln hinten links. Hinten links. Auf dieses Ding, auf diesen Blitz. Wo ist der Blitz? Ich sehe keinen Blitz, du. Links im Auto. Links im Auto. Nein, auf dem Display, du polnische. Ja, hier vor den. Ah, da. Ja. Das hier. So. Mein Gott, mein im Gott, oh mein Gott, mir wird schlecht. 6 Stunden verbleibende Zeit. Panikattacke des Todes. Ich bin auf dem Weg nicht nach Nürnberg. Ich fahre tatsächlich sogar zurück. Und mir wird hier angezeigt, ich darf nicht schneller als 125 fahren, um in Ulm anzukommen beim nächsten Supercharger, der 161 Kilometer entfernt ist. Mit 5% kommen wir an, wenn. Er sagt 125, ich werde sogar nur 80 fahren. Ist mir scheißegal, ich trau dem Alan nicht. Ich bin in Seligweiler, ich vergesse immer den Namen. Ich könnte mir um 22.56 Uhr noch was Besseres vorstellen, wie in Seligweiler jetzt anhalten zu müssen, ganz ehrlich. Also, guckt euch mal das an. Also das ist pervers. Das ist doch geil. Also wenn ich wirklich jetzt hier parken müsste und ich irgendwie eingeschränkt wäre, ich würde diesen, woher kommt der? Aus Buxtehude oder was? Würde ich ihn jetzt lebendig aus dem Auto rausziehen oder aus dem LKW. Das ist, finde ich, schon eine absolute Frechheit. Also ich bin für die E-Mobilisten. Irgendwann mal reicht's. Das ist krank. Also wirklich, ganz ehrlich. Fahrzeug verbraucht Batterieladung im Ruhezustand. Jetzt laden, damit das... Ja, okay, das war's. Wie komme ich jetzt darum? Also, um ehrlich zu sein, würde ich von meinem Fahrverhalten hier die Autobahn direkt runterpacen. Absolut keine Chance. Null. Nada. Und das regt schon auf. Aber ich habe vorhin ja gesagt, ich muss eigentlich meinen Mund halten, weil es ja kostenlos ist. Stimmt. Aber am Ende ist für mich, ich rede immer nur für mich, Zeit mehr wert, wie kostenlos zu fahren. Und das wird mich extremst einschränken. Vielleicht wird das besser, wenn ich jetzt auch... Ich habe jetzt einen Juice Booster, Gott sei Dank. Und aber der Chris hat mir gesagt, wenn ich jetzt über Nacht lade, schaffe ich über die Steckdose 60 Kilometer aufzubauen. Und das ist für mich nichts. Morgen muss ich wieder an irgendeine Ladestation fahren, um voll zu laden, damit ich dann nach Berlin weiterfahren kann. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Learning und auf jeden Fall... Sowas geht mal gar nicht, ne? Um das mal festzuhalten. Das ist für mich absolut auch asozial. Die Elektrofahrer, also hier Tesla ist alles frei, kein Stress.
Aber wenn du jetzt hier von NBW oder jetzt laden willst, würde ich mich jetzt natürlich aufregen, wenn jetzt wegen einem LKW ich da nicht hinkommen würde. Ich versuche immer noch, dieses Lagerfeuer zu löschen. Weder ist ein Eimer Wasser im Kofferraum und dann öffnet sich sogar noch das Schiebedach. Mir ist arschkalt. Wenn es regnen würde. Oh mein Gott, ich laufe einmal. Scheinbar läuft die Animation hinter diesem Bildschirm. Und die... Guck mal, jetzt, was passiert jetzt? Jetzt geht's auch weiter auf das Schiebedach. Ich werde dir auf gut... Oh, fuck. Scheiße, ich kann nicht mehr. Ah, oh, jetzt habe ich es zugemacht, Gott sei Dank. Guck mal, ich muss auf... Hier. Warte mal, guck mal, jetzt hier. Ich will den Bildschirm aufrufen, damit wir sehen, wie es aussieht. Danach müssen wir auf die Sachen klicken. Guck, das meine ich. Ey, mein Handy kriegt es auch nicht geladen. Hast du eine Powerbank dabei? Nee, leider nicht. Oh mein Gott. Weil ich dachte, wir pennen in den Start. Also ich krieg nicht das Lagerfeuer gelöscht. Aber guck mal, wir sind jetzt ja eh bald voll. Da kannst du ja abstöpseln über deine App. Ah nee! Oh, mein Akku geht nicht. Am Arsch. Alan. Und ich habe kein Netz zum... Nee, ich kann nicht auf gut Glück hier versuchen, irgendwas ein... Jetzt geht die Klima wieder hoch. Sag mal, machst du das noch gut? Oh mein Gott, ich flipp aus, ich, so weit ich hier sitze. Ich kann nicht mal abstöpseln, weil dein... Warte mal. Klima ausschalten. Jawohl. Oh mein Gott, okay. So. Ellen anrufen. Das wäre geil, wenn es geht. Das wäre so geil, wenn der jetzt kannst dran kannst du auch geht. Hier sagen, dass er das Ding da machen soll? Also entsperren? Also damit wir fahren könnten. Stromkabel entfernen. Nee, nee, nicht verstanden. Nee, also du musst ja quasi entkoppeln. Wie hieß denn das da? Entkoppeln. Temperatur auf Beifahrerseite mit Fahrerseite synchronisiert. Oh mein Gott, das macht er gerade diese Zeit mal. Ich verreck. Ich will doch nur den Stahlbildschirm haben, Mann. Weil wenn ich dann hier sehe, dann kann man zumindest... Scheiße, mein Handy kriegt keinen Saft. Ich habe keinen Empfang. Ich kann nicht mehr die Bilder suchen. Hey, mir kommst du wie bei Blair Witch Project. Guck mal. Null Empfang, vorhin hatte ich doch noch. Ich gehe raus. GoPro, stopp. Hallo! Jetzt beobachten wir das Ganze mal. Hallo. So, guck mal, ich habe mich jetzt umgesetzt. Guck dir mal die Scheiße an jetzt. Hast du doch umgeparkt. Na ja, guck mal, jetzt baut er schon auf und ist schon bei 85 kW. Tatsache. Das geht mir so auf den Sack. Das ist einfach, weißt du, was es ist? Das ist russisch Roulette. Entweder du bist am Arsch oder du hast Glück. Ne, wirklich. Der Alan baut seine Batterien auf Zufall. Ja, und das ist ohne Spaß, ne? Wenn ich jetzt einfach mich jetzt da hinsetze und denke so, okay, mehr geht nicht. Und dann hocke ich jetzt 1,5 Stunden wieder und lade mich zu Tode. Hallo! Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, ich hatte gestern ein paar Erlebnisse. Zum Glück habe ich sie nicht mitgefilmt, weil Situationen wie auf dem Gehweg parken, weil zwei Vollidioten einfach mit ihren, ich sage jetzt, ich rede schon wie ein E-Mobilist, ihre Verbrenner einfach irgendwie hinstellen und nicht mal ihre Autos laden. Das ist natürlich schon die absolute Katastrophe. Ich bin auf dem Gehweg gefahren und habe dann irgendwie professorisch das Kabel dann hier durch die Autos durchgeführt, um überhaupt laden zu können. Damit ich in Berlin mobil bin. Habe jetzt gleich einen Anschlusstermin und let's get ready to rumble. Also man soll nicht auf die Anlage kacken, die so aufbaut. Ja. Mhm. Und wie ist es für dich so, mit dem Tesla unterwegs zu sein? Jetzt mal ehrlich, ganz offene Meinung. Ja, also wir fahren das geil. Nee, aber wirklich. Mal, doch, wirklich, ja, wir fahren, finde ich gut. Ja, fahren, natürlich ist geil zu fahren, aber jetzt mal so die Reise von Mannheim nach Berlin. Ach so, ja, anstrengend, wenn die Ladezeiten halt so lang dauern, als wenn hier jetzt steht, 1 Stunde 10 Minuten warten. Halt schon. Und wie lange brauchst du eigentlich, wenn wir nach Berlin gefahren sind, mit dem Auto? Normalerweise 4-5 Stunden, so haben wir das Doppelte halt gebraucht. Und was haben wir jetzt gebraucht? 10 Stunden. Wir haben 10 Stunden gebraucht. 10,5. Wie viel? 10,5. Ja, aber es lag ja daran, dass wir 5 Stunden aufgeladen haben und an Raststätten halt waren. An Raststätten geht es ja noch. Aber guck mal, jetzt sind wir hier am Arsch der Welt. Aber wir sind über 80, das sieht doch gut aus hier. Ja, aber das, ich könnte auch mit 110 kW laden, ne? Das ist halt eher Tagesform. Ich kann auch sein, dass die Batterie irgendwas ab hat, keine Ahnung. Ich habe auch, wie der Chris mir gesagt hat, die Route vorinstalliert. Also ich habe dem Auto wirklich gesagt, ich möchte dahin fahren. Die Batterie würde dann
schon so vorheizen, dass wenn man hierher kommt, keine Ahnung. Die Gegend hier scheint für so ein, ich sag jetzt mal, ein Seniorenverein, scheint das ganz schön zu sein. Aber was will ein Libanese hier? Ich vermisse jetzt den McDonald's. Ich habe lange mit dem Chris telefoniert. Wir haben lange sogar diskutiert, weil für ihn das auch ein Rätsel ist, dass das Auto, also dass ich so lange gebraucht habe, obwohl ich mich dann an gewisse Vorgaben gehalten habe, wie zum Beispiel nicht unbedingt immer auf 80 oder 90% zu laden, sondern das, was ich brauche. Aber auch da, keine Ahnung, 10,5 Stunden Berlin. Ich habe Termine verpasst, verschoben. Heute hat erst viel später stattfinden können, weil der Kunde natürlich, ich musste mich dann ihm anpassen. Zum Glück hat es auch noch geklappt. Ja, ich bin jetzt, wir sind knapp vor einer Dreiviertelstunde losgefahren, das heißt so kurz vor 7. Und laut Navi brauchen wir 7 Stunden 30 für diese Fahrt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das System irgendwie mit dem, wie ich jetzt versuchen zu fahren, also wie ich kann kein Deutsch mehr. So, ich bin jetzt wieder in meinem wunderschönen Ort Weimar. Noch 9 Kilometer Restreichweite. Mein Gott. Schimmel. Oh mein Gott, jetzt mal. Sowas kotzt mich so an. Ganz ehrlich, zumal hier auch nichts ist. Hier ist einfach gar nichts. Hier hört die Welt auf. Nichts ist auch, man kann nichts trinken, man kann nichts zum Essen holen, man kann die Zeit nicht mal einen Kaffee kann man sich holen. Das ist jetzt der Scheiß, der mich richtig ankotzt. Weil hier verliere ich Zeit, hier verliere ich Zeit, weil ich mit 27, 28 kW hier rumdümpel. Ich habe jetzt wieder umgeparkt. Es ist einfach ein Rotz, ist ganz ehrlich. Och du Scheiße, noch stolpert er. Guck mal, wie viel kW ladet der? Wie viel? Ja, sag doch mal eine Zahl. Ja, kannst vergessen, ist für den Arsch. Jetzt verlieren wir Zeit. Genau deswegen brauchen wir dann 10 Stunden. Da könnte ich wenigstens einen Kaffee holen. Hallo! Hallo! Da bin ich. In Weimar. Wie viel kW? 45 kW. Ich würde gerne am liebsten den Christopher jetzt anrufen, aber ich will nicht unverschämt sein. Wenn du einen Diesel hast, hey komm, fahr ein bisschen später, dann kommst du besser durch. Das ist 100% ist das so. Hallo! So, wir sind jetzt in Mücke. Das sind Daten, die wahrscheinlich der Christopher verarbeiten kann. Es ist krank, aber ich bin erst um 3 Uhr ist Ankunftszeit bei mir daheim. 3 Uhr. Ich muss gucken, wie viel kW der jetzt zieht. 18, 19, super, super, richtig scheiße. Ich habe echt keinen Bock mehr, ist mir egal, lad von mir aus mit 3 hoch. Hallo! Also für mich hat das leider 10 Stunden und 20 Minuten später, mein Termin 3 Stunden zu spät. Ich bin der zuverlässigste Mensch, jeder, der mit mir zu tun hat. Ich bin da so deutsch. Wer bin ich, dass ich von jemandem die Zeit in Anspruch nehme, wenn ich zu spät komme? Es ist eine Uhrzeit ausgemacht, ich komme zu spät, ich fühle mich mehr als beschissen. Er fährt jetzt mit dem Taxi hierher, muss sich uns anpassen, wir wollten eigentlich wo ganz anders essen gehen. Ich muss da dann Ladepunkte suchen, hier war eine Einbahnstraße, reinkommen. 10,5 Stunden, ich brauche, wenn ich gut durchkomme, morgens 4 Stunden. Ich habe einen Klienten dabei, der erklärt mich für schwer krank. 10,5 Stunden nach Berlin. Ich hätte lieber den Flixbus, oder wie nennt man den? Den ich nur eigentlich vom Überholen kenne, buchen sollen. Also für mich absolut eine Katastrophe. Vielleicht bin ich einfach zu blöd für dieses System, keine Ahnung. Also mein Fahrmuster, oder so wie ich, ist auf gar keinen Fall elektrisch. Einzige Möglichkeit wäre Plug-Hybrid, 100 Kilometer in der Stadt fahren. Aber sobald es für mich heißt auf die Autobahn, ist es für mich tabu. Dass auf der Ladestation einmal in meinem Leben konnte ich sehen, dass er mit 110 kW zieht. Das Rest war alles nur 60, 65, 70, dann rüberfahren, anschließend an die andere Seite wieder rüber. Und also ohne Chris würde ich so eine Fahrt nie wieder machen. Es geht nicht, so gerne es getan hätte. Ich bin schon über 2.500 Kilometer gefahren mit dem Auto bald, in nicht mal 3-4 Tagen. In diesem Sinne, GoPro, stopp.
Ja, liebe Freunde, da bin ich wieder. Wie ihr seht, ist der Part von Ahmad an dieser Stelle vorüber. Er hat das Experiment mit dem Tesla vorzeitig abgebrochen. Einen Monat sollte er damit fahren. Es wurden nur, ja, nicht mal zwei Wochen daraus letzten Endes, weil er sehr viele Termine hat und einfach mit dem ganzen Konzept des Elektroautos nicht klargekommen ist, einfach in Sachen Zeitmanagement. Jetzt, bevor wir hier weitermachen, in diesem Fazit, warum das Ganze nicht zu ihm passt und was er gesagt hat, muss ich noch eines reinwerfen. Ist ein Hinweis auf ein sehr interessantes Video, das noch kommt, ist nämlich was Ähnliches mit meinem Schwager nämlich. Der muss aus familiären Gründen bei seiner Freundin, die aus Kroatien ist, nach Kroatien fahren, was momentan in der aktuellen Situation ziemlich kompliziert ist. Jetzt ist März, als das Video mit Ahmad mit dem Tesla entstanden ist, war ja September. Und da habe ich gesagt, hey, fahr doch mit dem Elektroauto. Ich habe ihnen den Volvo XC40 Recharge gegeben, weil sie zwei blutige Anfänger sind. Und wenn zwei solche blutige Anfänger mit dem Elektroauto klarkommen auf so eine Reise, dann tut es letzten Endes jeder. Kann ich getrost behaupten. Mein Schwager ist Italiener. Immer schon die Philosophie durchfahren, kurz Fahrerwechsel, Wasser ins Gesicht. Er ist nicht so der Pausenmax. Also das wird auch nochmal, glaube ich, sehr viel Licht ins Dunkel bringen, wie das für Amateure ist quasi in der Elektromobilität. Ja, und zurück zu Ahmad. Ist es so, dass ich glaube, dass sehr viele Probleme selbst gekocht waren, wie auch das Zuhause laden, denn hätte er ein Elektroauto, könnte er in seiner Eigentumsgarage, die er hat, tatsächlich auch eine Wallbox installieren. Ich habe ja zum Beispiel auch eine, also meine ist zum Beispiel eine Envision, also Charging by NOS, könnt ihr euch mal unten in der Beschreibungsbox angucken, wenn ihr Geschmack an der Elektromobilität gefunden habt, was es da so alles gibt und was ich nutze, findet ihr unten als Link in der Beschreibungsbox, wie gesagt. Und das könnte er auch machen. Das würde aber immer noch nicht das Problem lösen, wo ich wiederum Akzeptanz für seine Entscheidung habe, dass das Elektroauto noch nicht zu ihm passt, dass er eben teilweise drei Termine in drei verschiedenen Städten an einen Tag in einen Tag reinpackt. Wie stressig das für ihn am Ende des Tages ist, geht uns nichts an. Das ist seine Sache. Er muss damit klarkommen, aber er kann mit dem Diesel diese Termine wahrnehmen. Im Elektroauto wären es genau diese anderthalb, zwei Stunden, die es länger dauert, wenn man mal so eine Rundtour durch Deutschland fährt mit Terminen, die er dann, wo er dann vielleicht den letzten Termin nicht mehr wahrnehmen könnte, weil einfach der Tag vorüber ist und man keine geschäftlichen Termine mehr wahrnehmen kann. Und deswegen verstehe ich es. Er fährt ja auch 70.000 Kilometer im Jahr. Deswegen sage ich auch nach wie vor, Carmaniac trägt keine rosa-rote Brille für Elektromobilität. Es gibt noch ein paar Menschen, zu denen das nicht passt. Man könnte es machen, aber ich kann auch verstehen, wenn man darauf keinen Bock hat, weil nicht jeder will aus Autofahren eine Wissenschaft machen, zumal Verbrennerfahren sich ja sehr stark als Simplicity manifestiert hat. Man steht, tankt, fährt, muss sich nicht damit beschäftigen. In der Elektromobilität gibt es schon sehr viel, womit man sich beschäftigen muss. Welche Ladesäule kann was, welche RFID-Karte habe ich, was, wenn ich ins Ausland fahre. Also schon nicht unkompliziert und viele wollen sich halt damit einfach nicht befassen und das kann ich einfach verstehen. Und Ahmed gehört offensichtlich genau zu dieser Gruppe Mensch. Er hat sich jetzt wieder die S-Klasse bestellt, hat diese Bestellung dann auch nicht storniert und holt seine S-Klasse jetzt ab. Vielleicht mit dem nächsten dann. Er wollte ja eigentlich den Plug-in-Hybriden der S-Klasse, aber die ist noch nicht verfügbar, leider. Sonst hätte er innerstädtisch so alles elektrisch machen können und dann auf Langstrecke den Diesel nutzen können. Vielleicht kriege ich ihn noch dazu. Dieses Mal habe ich es leider nicht geschafft. Aber wir müssen ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufbringen, für die Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr viel fahren. Okay, also so viel dazu. Ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn euch dieses Video gefallen hat, damit ihr kein Video mehr verpasst. Einen Daumen nach oben für den Algorithmus und dann sehen wir uns sehr bald wieder. Nicht zuletzt natürlich mit dem Video, wo mein Schwager nach Kroatien fährt. Ich bin sehr gespannt auf das Videomaterial. Er ist gerade unterwegs. Das wird eine sehr spannende Geschichte und wird uns tatsächlich sehr interessante Erkenntnisse bringen. Mal nicht aus der Sicht des Profis wie bei mir, der sehr viel mit dem Elektroauto unterwegs ist, sondern aus der Sicht eines Laien. Auch noch im Schlepptau mit der Freundin, die vielleicht nicht so oft Bock hat, stehen zu bleiben und vielleicht auch so ein bisschen bibbert vor dieser Sache mit Laden in Kroatien. Wer weiß, wer weiß. Also, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank dafür, dass ihr da seid und mir euer Vertrauen und eure Zeit schenkt. Bis zum nächsten Mal hier bei Carmaniac.